Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge hier zu meinem Waldkindergarten mit Spielplatz. Ja, ich weiß selbst noch nicht so genau, was das genau werden soll, aber ja, wir machen ein richtig cooles Eventgrundstück für Kleinkinder und für Kinder hier mitten im Wald in Granite Falls. Das ist die Welt aus dem Outdoor-Leben-Gameplay-Pack und natürlich hier mit den Objekten aus dem jetzt neuen Kleinkind-Accessoires-Pack mit Lichterketten und Baumstämmen und sowas will man mit denen sonst auch anfangen, ja. Schön, dass ihr wieder reinschaut und ja, wir müssen jetzt, das ist richtig cool hier noch machen, ne? Und ich will das mal probieren, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Ja, hier gibt's auch, genau, mit Turm hier, ne? Ja, ja, viele haben sich's gewünscht, es gibt auch noch eine Rutsche, es gibt auch noch einen Sandkasten, hier kommt alles noch hier, eins nach dem anderen. Und zwar sind wir letztes Mal hier stehen geblieben und ich habe vorgeschlagen, dass wir hier zwei Stockwerke draus machen, das heißt, dass wir hier ein einfaches Stockwerk draus machen und dann obendrauf eben nochmal das Haus drauf papsen und deswegen mache ich jetzt nochmal ein zweites Stockwerk. Ich kopiere mir einfach das momentane Stockwerk in der Hoffnung, dass das Dach hier mitgenommen wird. Aber ich glaube mal nicht, ne? Scheiße, wieso geht es hier nicht schon wieder? Fängt schon wieder gut an hier. Ja, der Daniel, der probiert sich hier aus hier, ne? Der macht hier wieder... Ach, schade. Wieso kriegt das Dach jetzt hier nicht hoch? Mensch. Dann müssen wir das ganze Ding hier packen hier. Und hoffen, dass wir das hier einfach so hochgeschoben bekommen. Aber ich glaube, dann geht das Dach auch weg, ne? Was zickt denn der hier so rum? Was geht denn los da rein hier? Mann. So hüpft es denn so behindert hier? Das fängt sie aber wieder gut an. Das geht auch schon nicht hier. Was für ein toller Start hier, Mann. Da müssen wir das anders machen. Da müssen wir das. Ich mache das nochmal rückgängig. Wir müssen uns erst das Dach hier krallen. Wir müssen erst das Dach krallen. In der Hoffnung, dass wir hier dann, dass wir hier dann ein zweites Stockwerk erstmal machen, dass wir ein Kästchen haben. Und dass wir das da drauf platzieren können dann. Ja, wir müssen das irgendwie so machen. Wir müssen uns das so ein bisschen hintricksen hier. So, und jetzt kriege ich eins weiter, darf ich eins weiter hoch hier, bitte? Ach Mensch, jetzt hier. Bitte. Ich will doch nur ein Dach haben hier, Mann. Ist das denn zu viel verlangt? Ich will doch nur ein Dach haben hier. Ne, dass ich das hier nicht nochmal neu platzieren muss, weil das ist so toll, das Dach. Und ich würde das hier gerne direkt hier übernehmen. Ne, machen wir das mal so. So, jetzt geht's auch. Ja, jetzt hat er genug Stütze hier für das Dach hier. Unterstützen das Dach. Und jetzt können wir diesen Raum hier kopieren. Und dann müssen wir das hier noch ein bisschen ausbessern. Aber dann haben wir das hier schon gut hier. Ey, das ist ein bisschen falsch noch. Eieiei. So. Das eins zurück. Hier wieder eins weiter raus. Und jetzt haben wir da lauter Krams hier drin, ne? Ach Mensch, Daniel, was machst du denn schon wieder? Daniel baut hier, voll verpeilt, ne? Wie eh und je. Das ändert sich, glaube ich, nie mehr. Jetzt haben wir hier genau hier ein Stockwerk. Und jetzt kommt nämlich erstmal das Coole. Hier müssen wir das nämlich auch entfernen. Jetzt können wir hier nämlich nach außen gehen. Und zwar können wir uns hier nochmal eine Plattform hier gestalten. Wo kommen jetzt die ganzen Fenster hier? Die will ich doch gar nicht auch noch haben hier. Mal gucken, ob wir die... Okay, die können wir eventuell lassen da unten. Mal gucken. Jetzt können wir hier nämlich eine Plattform machen. Das ist ziemlich cool. Da bin ich jetzt gespannt, ob das hier klappt. Ob das hier klappt hier. Ja, das wäre geil. Das wäre geil. Das ist geil. Das ist mega geil. Oh, wie geil. Wie geil, geil. Das geht hier genauso rein, wie wenn das hier wirklich stützen würde. Das ist doch Hammer, oder? Hey, ein bisschen Glück habe ich dann immer, ne? Ich bin zwar voll verpeilt, aber ich muss sagen, ich habe immer irgendwie auch ein bisschen Glück. Ich glaube, das braucht man auch, ne? So. Hier, Daniel macht hier komplett drumrum, ne? Das ist ein toller Aussichtsturm, dachte ich. Weil hier im Wald, da ist natürlich ein bisschen unübersichtlich. Und da soll man noch hier durchaus hier mal so ein bisschen hochgehen können. Und ich mache das jetzt, glaube ich, ich lasse das, glaube ich, so. Ich glaube, wir machen das gar nicht bis nach vorne, ne? Sonst sieht man obwohl, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ist das ein bisschen zu breit dann, ne? Das ist wieder so eine optische Sache hier. Wäre natürlich schon schön, doch da oben drei Kästchen zu haben. Und dann kann man mehr platzieren. Ich dachte jetzt erstmal, wenn nicht, weil dann sieht man das mehr, dass das hier wirklich so drauf ist, ne? Das sieht es noch mehr so aus, aber wieso sollte man da aufhören? Ja, wir übertreiben es wieder ein bisschen mal, Daniel. Sehen wir mal Taglicht an. Hier, guck mal, das ist viel schöner hier. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht hier. Ist doch geil. Der Taubenschlag 2.0. Krasser Scheiß. Das Gute an zwei Stockwerken oder an zwei kleinen Räumen ist auch, dass man die Treppen besser machen kann, weil wenn man ein hohes Stockwerk hat, braucht man eine ewig lange Treppe und es kann sein, dass wir da nicht gar nicht hochgekommen wären. Das wird natürlich auch noch eine Herausforderung, aber jetzt hier erstmal eins nach dem anderen und selbst wenn man da später aus blöden Gründen nicht hochkommen würde, wir machen so eins hier, oder? Dann sieht es trotzdem gut aus hier. Ja, dann machen wir das so. Oh, wie geil, oder? Wie geil. So ein mega Balkon hier. Balkonien.
Wir machen hier, oh, das wird so cool. Boah, was für eine geile Aussichtsplattform. Ist das geil oder ist das geil? Ich will das ist doch schon mal hier ein Daumen nach oben wert, oder? Also das hier, das Glück muss hier auch belohnt werden, würde ich jetzt mal behaupten. Machen wir auch wieder das tolle Holz dahin und ich hoffe jetzt mal, dass die Treppe reicht. Oh Gott, ich habe voll Angst. Das ist ja voll blöd. Jetzt müssen wir doch noch so einen Kletterpark hier machen. Das haben sich auch so viele gewünscht. Ihr habt euch so viele Sachen gewünscht immer. Ich sage ja hier, wir sind ja nicht bei Wünscht dir was. Doch eigentlich schon, ne, muss man sagen. Eigentlich schon, ne? Ihr dürft euch immer Sachen wünschen. So, jetzt machen wir das so. Und jetzt muss man da irgendwie hochkommen hier, ne? Muss man da nochmal gucken, dass man das hier hinkriegt. Und was haben wir da für ein Problem? Was für ein Dach überschneiden hier? Das ist doch kein Dach hier. Was ist ein Dach? Ach komm jetzt, ernsthaft oder was? Muss ich hier die Dächer hier neu platzieren wegen dem Scheiß hier oder was ist los? Ist wieder typisch Spiel hier, ne? Eigentlich ist hier alles total genius, aber das Spiel zickt hier wieder rum. Ich mach jetzt, probiere jetzt mal was. Und zwar kopiere ich mir diesen Raum und setze den da nach unten hin. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Jetzt hat es den nicht kopiert, sondern jetzt hat es den komplett verrissen. Oder was ist los? Kopieren. Mit Treppe hoffentlich. Ne, ich glaube, die Treppe ist nicht mehr dabei. Ne. Oh Mann. Ich will aber die Treppe hier mitkopieren. Kannst du die nicht mitkopieren? Einfach, na, dann könnten wir das umgehen hier. Und baby.moveobjects hilft dir wahrscheinlich auch nicht, oder? Ach, den hatte ich schon an. Na gut. Ich will das aber nicht hier alles auseinanderklamüsern hier müssen. Ach, ist das wieder doof hier. Das Spiel macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Ach, ist das gemein. Ist das gemein hier, oder? Ist das gemein oder ist das gemein? Ach, da geht's, oder was? Willst du mich verarschen jetzt? Wieso geht's jetzt da? Dann machen wir das halt andersrum. Ist auch okay. Sag's doch gleich hier. Machen wir das so. Und da kommt man da gar nicht... Müssen wir das? Das geht nicht. Kann man da gar nicht das Stockwerk gar nicht benutzen hier. Das ist ja blöd. Dann machen wir das komplett offen. Machen wir so ein Treppenhaus hier. Ja, was willst du da oben auch reinmachen, ne? In diese. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Perfekt hier. Ich sag doch euch, hier Glück muss man haben. Dann machen wir das nämlich. Das ist das Problem, weil hier wollen wir den Boden ja haben, ne? Hier wollten wir ja den Boden haben. Nur nicht überall. Es wäre ganz cool, wenn das so offen wäre. Ne? Das ist oft so in so Gebäuden. Das ist eine Begründung, ne? Da. Nee, so wollten wir das aber nicht haben. Ich will doch hier. Wieso gibt es kein kleines, einzelnes hier? Jetzt machst du hier wieder die Treppen weg. Was soll das denn? Dann müssen wir das doch vielleicht erstmal so lassen. Dann ziehen wir da ein Räumchen. Dass wir zwei Räumchen haben. In der Hoffnung. Zumindest haben wir hier zwei Räumchen. So. Ah. Das ist so typisch hier, ne? Wenn wir das doch anders machen, machen wir doch einen Raum. Ein Raumraum. Kein Zaunraum, sondern ein Raumraum. Und jetzt können wir hier das entfernen. Und jetzt können wir die Wand entfernen. Sind hier schon wieder kaputt hier. Meine Fresse. Das denn zu fassen hier? Ist das denn der Possibility? Dann macht er wirklich die Treppe hier weg. So ein Honk. So ein Honk aber auch. Was soll das denn? Was soll das denn? Wir müssen das hier so machen. Mal gucken, ob es so geht. Fangen wir mal oben an. Wenn wir jetzt da die Wand entfernen, dann macht er die Dinger da wieder. Das müssen hier geschlossene Räume sein, sonst geht das Dach durch. Ja, das ist richtig. Schade eigentlich. Schade. Ja, dann machen wir das, dann lassen wir das halt so. Lassen wir das halt so. Ach man, das käst mich jetzt aber wieder an hier, muss ich sagen, hier. Käsekuchen hier, wow. So, jetzt haben wir da mittendrin die Treppe, dann können wir hier eine Abtrennung vielleicht machen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil dann kriegen wir da unten ein bisschen Unterteilung auch hin, ne? Das ist gar nicht mal so blöd, glaube ich. Eventuell müssen wir das auch so irgendwie ein bisschen anders machen, damit man hier nicht so direkt... Jetzt haben wir da so einen spitzen Raum, ne? Wenn das lieber so. So geht es jetzt hier wieder dich. Irgendwas stimmt über dich hier. So. Ne, dann haben wir da nicht so komische Spitzen irgendwie im Raum drin. Wenn wir das so ziehen, dann haben wir das so eine Ecke da oben hier da drin. Da ist das ist nicht so gut. Ja. Hey, da haben wir genug Platz. Das sieht alles noch so. Weil die Tür ist so groß und alles ist so groß irgendwie. Aber wir haben da drin mega viel Platz, ne? Das ist echt hier irgendwie. Ja. So.
Jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das jetzt hier weiter? Also man kommt hier hoch, das passt schon mal. Dann geht es hier weiter hoch. Und dann geht es hier weiter hoch. Und dann ist man oben, glaube ich, ne? Dann ist man oben. Und dann brauchen wir noch eine Aussicht hier. Wir machen das jetzt mal alles mit Holz. Und dann gibt es hier doch, dann gibt es hier noch hier Licht erstmal rein. Wir machen mal heute ein bisschen drin weiter hier, ja, nach der letzten Folge hier. Und dann nehmen wir erstmal so Waldlampen da. Ich glaube, ich richte das innen drin schon schön ein, ne? Dass das schon irgendwie so moderner ist, sage ich jetzt mal, aber mit viel Holz, ne? So ein bisschen so rustikal an den Wänden und alles. Aber die Einrichtung, von der Einrichtung her dann schon, ja, ne, wie sagt man eben, modern. Oder zumindest nicht so abgefrackt, ne, das sollte schon hier schön sein. Schön modern. So, und da gibt es auch noch einen Holzboden, erstmal. Das bleibt natürlich nicht so dunkel, das werde ich auf uns sitzen lassen. Und weil die Fenster so toll sind und die das so richtig schönes Licht reinbringen, pappe ich die auch noch hier an die Wand hin. Da wird es jetzt wieder schwierig, das merke ich gerade. Aber da müssen wir auch gar keins. Wir müssen nämlich das dahin machen. So. Wird die so hoch. Und hier eben, ne? Dann haben wir da nochmal dieses schöne Licht hier komplett drumrum. So, da la. Oh, das sieht bei der breiten Seite auch voll geil aus. Das hat auch diesen spitzen, ne? Diesen Tannenzapfen-Look hier irgendwie so ein bisschen, habe ich es da probiert. Ich finde das ja schon mega, muss ich sagen. Hier haben wir eh die Tür. Brauchen wir nicht so viele Türen, ne? Die ziehen uns nur Platz hier weg. Brauchen nur Platz. Und da kann man das ja... Da kann man das ja so bündig platzieren, oder? Sollen wir da hinten eigentlich rein? Das weiß ich noch nicht. Das sieht von außen natürlich schäbig aus. Ups. Was machen wir denn da rein überhaupt? Vielleicht da hinten doch nochmal irgendwie eine Tür oder irgendwas? Ich weiß noch nicht. Das gucken wir uns später mal an. Ich möchte es hier mal so lassen jetzt erstmal, dass wir das grob hier haben. Dass es hier grob completed ist. Und jetzt in der Hoffnung, dass wir da oben irgendwelche schönen Türen finden oder Bögen. Da müssen Bögen hin, glaube ich. Da müssen richtig coole Bögen. Torbögen. Bögen. Oder irgendwie so offene Türen oder irgendwie so, ne? Sowas irgendwie. Muss hier wirklich hier so irgendwie vielleicht sogar... Kann man überlegen, ob wir das hier weiter oben haben. Wir wieder das Problem, dass die da nicht mittig gehen, dass wir das wirklich vielleicht so machen. Das hat doch was. Ja, das hat doch was. Dass wir das mehr so wie so ein Aussichtsturm-Dings machen und weniger so wie so ein Raum. Boah, das ist geil. Boah, ist das geil. What? Ah, ich freue mich, wenn das wird hier, was ich baue. Ihr glaubt gar nicht, wie unsicher ich immer bin. Trotzdem noch hier. Trotz euch, dank euch. Manchmal überlegt man sich dann, oh nein, was macht man eigentlich hier, Daniel? Aber oh, das macht so ein bisschen das hier kaputt auch, ne? Das sieht man da unten gar nicht mehr, diese... Ich glaube, wir machen da nur so eine Dings hier hin, ne? Die ist noch am besten. Die ist noch am besten. Das sieht schön stabil aus und man sieht trotzdem noch die schönen Balken da, ne? Das ist ja schon wichtig. Oh, das wird so Hammer. Oh, wie geil. Oh, der könnte sogar noch höher sein, der Turm, merke ich gerade, ne? Aber ich glaube, wir haben schon 4 Stockwerke jetzt, oder? Haben wir schon 4? Ich glaube, eins geht noch, ne? Eins wird noch gehen hier. Ne, da haben wir 1, 2 und dann ist da nochmal 1, ne? Da ist ja nochmal 1 drunter hier, genau. Ja, da haben wir schon 4. Ach, das ist ja doof. Da haben wir auch noch ein Räumchen drin hier. Ja, und dann ist es okay. Sieht gar nicht aus wie 4 Stockwerke, ne? Ja gut, wir haben ja die niedrigsten Höhen auch immer. Ja gut, das ist schon okay. Wir wollen ja jetzt mal nicht übertreiben. Wir wollen mal nicht übertreiben. Eigentlich wollen wir schon übertreiben. Wir wollen das richtig Geiles bauen hier. Das sieht hier blödig aus. Hier sieht wirklich blödig aus. Was machen wir denn da? Das ist ja wirklich dämlich hier eigentlich, ne? Tja. Das ist schwierig. Wir könnten ja eigentlich... Das ist ja ganz witzig. Moment mal. Wir sind doch nicht blöd hier. Ich bin doch nicht blöd. Wir machen das Ding einfach so. Dann haben wir da den Raum noch auch. Ah, das darf ich wieder nicht, ne? Das war ja das Problem. Ach so, ich dachte schon. Na toll. Aber wir können ja die untere Treppe können wir ändern, oder? Die dürfen wir ja ändern, wie wir wollen. Da dürfte er wohl nicht rumzicken hier. Oder? Wenn wir die nämlich so machen, dann haben wir da nämlich noch den Platz, wenigstens. Ist gar nicht mal so blöd. Blöd. Hein blöd.
Und dann eben ebenso, ne? Aber da machen wir das eben nicht in die Mitte, sondern machen wir das so vielleicht. Und dann kommt man nicht da am Rand raus, bei diesen Bögen. Was sind das für ein Objekt hier wieder? Irgendwelche Fenster hier versteckt. Dann kommt man nicht in den Bögen raus und dann kann man da nochmal so einen schönen Zaun hier auch platzieren, ne? Mega-Zaun hier. Weil das muss schon sein, das muss ja schon abgesichert sein, ja. Da kann man schön drum rumlaufen und man ist nicht am Rand. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und da hat man dann jetzt sogar noch einen Raum. Da kann man ein Klo reinmachen oder irgendwie sowas, was irgendwie immer scheiße aussieht. Ne, was man irgendwie nirgends haben will. Und ja. Das ist doch gar nicht mal so blöd. Blöd. Ist geil. Ist wirklich geil. Das ist eine geile Sache hier. Jetzt müssen wir unten natürlich wieder umbauen. Ja, schön war's. Schön war's hier mit der Wand. Dann machen wir das neu. Dann machen wir hier die Fenster hin. Die schrägen. Schräge Fenster. Nein, dann ist eh cooler, weil da kann man dann zum Wasserfall rausgucken. Das ist nämlich genial hier da hinten, der Wasserfall, der geile. Das ist dann bestimmt ein schöner Ausblick hier, ja. Gut, den Wasserfall sieht man auch nicht so ganz. Machen wir die Wand hier wieder raus. Wow, was ist denn hier schon wieder mit dem Scrollen hier los? Dann machen wir die Wand raus. Packen die da rüber. Das Ganze hier mal gedreht und gewendet hier wieder. So. Du musst natürlich weg, ne? Stimmt, du musst natürlich weg. Du musst natürlich... Achso, da haben wir jetzt die Tür. Genau, okay, ja, dann passt's ja. It's okay, it's alright. Also geht es jetzt wieder nicht. Irgendwas ist schon wieder hier kaputt hier. Und da habe ich drei und dann so. Ja. Voll tricky auf den Schrägen hier zu bauen. So. Da machen wir irgendwie eine Küche rein oder irgendwie einen Schlafraum oder keine Ahnung für die Kids. Das wird geil. Ich habe am Anfang echt lang überlegt, auch so immer so zwischendrin, ich bin immer noch am Überlegen, ob wir da wirklich so campingmäßig was machen sollen. Das wäre nämlich schon geil. Den Bauwagen, in Anführungszeichen, den setzen wir aber auch, glaube ich, mehr so ein bisschen weg hier, ne, in die Richtung. Und nicht als... Weil der versperrt die Sicht so komisch aus auf dieses Ufer da, ne. Da will man ja eher so frei nach hinten laufen. Und hier eher so am Rand kann der Bauwagen stehen, ne? So ein bisschen abseits da, so ein bisschen am Rand. So irgendwo sehe ich den, glaube ich, ja. Und da haben wir den Grillplatz zentral, das wollten wir ja so, das passt dann, ne? Puh, hammerhart hier, ne? Mir gefällt es mega gut hier, ist echt geil. So, ja, Daniel freut sich über sich selbst. Jetzt kann ich die Wand natürlich gar nicht kopieren, das wäre natürlich lieb gewesen. Zumindest das Loch kann man auch nicht kopieren. Loch ist Loch hier, ne? Dann muss man jetzt hier wieder... Ja, dann müssen wir hier wieder eine Wand ziehen und dann die ausstanzen hier, ne? Ja, so. So. Und dann hier wieder, ne? So geht es, glaube ich, am schnellsten. Wenn ich Entfernen drücke... Man kann natürlich immer einen Raum ziehen und dann mit Steuerung gedrückt halten. Einen Raum ziehen mit Steuerung gedrückt, aber dann entfernt es... Ach, ich zeige das mal kurz. So ein bisschen Bautipps. Dann, wenn man ein Loch machen will, ein Fundament, kann man eigentlich einen Raum ziehen, ne? Ich ziehe so einen Raum hier mit dem Raumtool und drückt dabei jetzt Steuerung, ne? Und dann seht ihr, es wird gelb und bleibt nicht grün. Und dann hat man da ein Loch drin. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich das hier an der Wand ziehe, dann müsst eigentlich auch die Wand entfernen. Macht's gar nicht. Ja, geil. Ja, dann ist recht. Ich dachte, dann entfernt auch die Wand. Na gut. Also gut. Gut, dass ich gezeigt habe, ne? Jetzt kann ich das hier schneller machen. Da haben wir hier ein Loch drin im Fundament. Alles gut. Alles gut. Hier, perfekt. Da muss man sogar nicht mal mehr sich gerade... Hier muss man das Fundament wieder neu machen. Da drüben musste man das Fundament jetzt hier gar nicht mehr neu. Geil. Ja, geil. Ja, geil. Geil. Jetzt könnte man hier sogar rangehen an die Wand. Und das ist kein Räumchen, ne? Kann ich das auch nicht kopieren? Ach, das ist okay. Wir machen auch nicht überall, glaube ich, das Grünzeug so hin. Aber so ein bisschen schon, ne? Das ist schon so. Das Coole ist ja daran, dass man das, wie gesagt, von innen nicht sieht. Das heißt, man kann von außen die Fenster hier schön zukleistern mit dem Grünzeug, damit das so ein bisschen waldmäßiger, natürlicher wirkt und nicht so irgendwie, ne, ich setze einen Betonklotz in den Wald, sondern, ja, eben cooler. Da guckt es ein bisschen durch. Das müssen wir noch besser machen. Das geht so nicht. Das kann so nicht bleiben hier. Das ist auch mal das Problem, dass es hier hochhüpft irgendwann mal. Das will man ja auch nicht haben. Ja, das muss man ein bisschen Feinarbeit hier. Ja, braucht noch ein bisschen hier was noch.
So ein bisschen macht es nichts, da können wir irgendwas draufstellen oder so. Aber es ist voll geil, oder mit den Fenstern. Es ist so cool, dass mit dem Holz, wenn man sich da hinsetzen könnte. Ah, ja, ja, hier. Und da ist noch mehr von dem Krams hier. Der will auch nicht hier drin. Der will auch nicht hier drin bleiben hier, der Scheiß hier. Ich darf nicht durch die Fenster durch. Mal gucken hier. Das ist ganz schwierig. Das können wir noch ausrichten später. Aber ich möchte das so irgendwie so ein bisschen unterschiedlich machen, dass man da mal ein bisschen mehr Blümchen hat und da mal ein bisschen mehr Grün. Das soll ja alles natürlich wirken. Und ja, ich möchte insgesamt noch mehr Bäume machen, aber vielleicht nicht am Anfang. Vielleicht nicht am Anfang, ne? Dass das so ein bisschen mehr frei auch aussieht, wirklich wie ein Wald und nicht wie eine Lichtung. Na, und die Bäume blenden sich ja eh im Gameplay dann schön aus. Also überall schöne Bäumchen hier noch. Ein bisschen Schattenwurf und so hat man dann auch. Ist auch ganz gut. Ich mache die jetzt erstmal grob. Na, dass es dann alles so ein bisschen mehr dichter ist auch. Ja. Ein bisschen geheimnisvoller. Und was entdeckt man in der nächsten Ecke und hier und da und so. Ja, das ist ein cooles Eventgrundstück. Alright, was kommen wir als nächstes hier? Was machen wir denn als nächstes? Das ist echt kritisch hier. Wir machen auf jeden Fall einen Sandkasten. Das brauchen wir jetzt noch. Ne? Also das muss natürlich hier passen. Dann nehme ich auch wieder das Holz. Oder mache ich den Sandkasten auch auf so ein Dings hier drauf? Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Das wäre auch eine Überlegung. Aber da kann ich den Sand nicht sprühen. Ja, der Sprühsand. Den gibt es nur mit, ja, ich habe gerade was überlegt, vielleicht könnte man das ausstanzen und der Rand bleibt ja nicht, ne. Man könnte auch, das probieren wir jetzt aus, ich habe eine coole Idee. Also den Sandkasten, wo machen wir den hin, da, oder? Da passt das, glaube ich, ganz gut. Wir lassen da ein bisschen Rand auch, oder wir papseln den, oh, das ist eine gute Idee, wir sparen hier ein bisschen Platz auch. Wir papseln den Sandkasten an die Terrasse hin. Und dann haben wir da so, wie gesagt, so ein bisschen mehr Platz und verschwenden nicht diesen Platz von dieser von dem Grundstück. Wir machen hier einen schönen großen Sandkasten hin. Und der Sandkasten, ne, hier wieder Trick 17, wir machen hier einen Sandkasten rein und wir lassen am Rand so eine Zeile lassen wir. Und da packen wir jetzt den Sandkasten rein. Das Coole dabei ist jetzt, dass wir so eine tolle Umrandung haben. Die Sims können, wie gesagt, ohne Treppen da hoch und runter latschen. Und den können wir jetzt füllen mit Sand. Dann ist das wirklich so, dann müssen wir keine komische Umrandung machen, also so ein Zäunchen oder so, sondern wir füllen den jetzt hier wirklich. Spielkasten, genau. Spielkasten. Wo ist das grell hier? So ein richtig schöner Sandkasten hier. So. Ja. Ja, oh, ist das cool. Dann noch ein paar Flecken rein. Ich mache das immer ganz gern, weil das ist, sieht dann natürlicher aus, einfach, ne? So ein bisschen echter. Und das wird auch so ein bisschen, ne, ich sag mal, ein bisschen sandiger, finde ich jetzt irgendwie, ne? Dass es ein bisschen dunkler wird, dann sieht es ein bisschen mehr sandig aus. Und einfach echter, ne? So ein bisschen Schmutz ist da immer da mit drin. So. Und da können wir jetzt Kinderspielzeug reinpapseln, ne? Ich muss jetzt hier nochmal gucken, weil da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem schon hier. Wenn man das so, wäre, glaube ich, besser. Ne? Mal schneiden wir das hier noch ab. Abschneiden hier, so. Ja, wenn man so eine komische Form hat, dann geht das nicht mit dem Ausstanzen, weil man hat ja keine... So, genau, so ist das cool. Schließt das hier schön an. Ich gerade überlegen, ob wir da doch noch mal eins... Aber das ist hier eigentlich ganz schön, dass hier der Steg hier so entlang geht. Wobei, nee, wir müssen das nochmal, wir schneiden das nochmal eins ab, oder? Dass das wirklich so komplett dieses Sandkasten hier umrandet ist. Mit einer, ja, das ist besser. Mit einem Kästchen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Sollen wir den noch ein bisschen größer machen? Ich merke gerade, der ist gar nicht quadratisch hier. Yes, machen wir das so. Ist jetzt quadratisch? Man weiß es nicht. Ist wieder ganz nach unten hier, Kästchen. 3, 7, 3, 6, 7, genau. Habe ich richtig gezählt? Ich bin immer ein bisschen... Na, ihr wisst vielleicht, wenn ihr das... Mathe und Daniel... Das ist schlecht. Ist wirklich so. Genau, Grand Falls Geröll. Hier, das ist ganz gut immer hier zum einfärben, mal ein bisschen anderes Licht auch machen, das sieht immer gleich ganz anders aus. Na, guckt mal, ne? So bei diesem Morgenlicht, oder ist das Abendrot, ich weiß nicht, sieht das viel besser aus irgendwie, das sieht viel natürlicher aus. Das ist ein bisschen überhell. Nochmal Live-Modus, was haben wir da für ein Licht? Okay, das ist eher so weißlich, ne? Das ist dann so, ja,
Ist auch nicht schlecht. Ich finde es abends total schön. Es ist so schön warm alles. Es ist holzwarm. Sehr, sehr cool. Und in den Sandkasten, ja, viel Sachen haben wir gar nicht für den Sandkasten. Wir können auf jeden Fall Spielzeug reinpacken. Ja, wie hier ist so ein Spielzeugpferd. Oder was haben wir da denn für allgemein bestimmt? Achso, ich habe allgemein noch als Grundstück. So ein bisschen irgendwas hier noch, so ein bisschen Kramszeug. Irgend so was. Sag mal, was machen wir schön? Schön, schön. Oh, da können wir auch noch so Dinger da drumrum platzieren. Das ist bestimmt auch nicht schlecht, wenn die so in dem Eck hier noch sind. Ich meine, dieses Waldthema noch, aber nicht die Pandas, bitte, ne? Wir nehmen hier unsere süßen Glopsies hier. Unsere süßen Glopsies in jeder Ecke hier. In der linken Ecke sehen Sie den Tiger. Der passt irgendwie nicht so, ne? Da müssen wir ja in sowas. Und so, ne? Ach, das ist eigentlich egal, ne? Oh Mann, das ist einfach so. Das kann man ja hier so. Ja. Ja, doch. Da machen wir. Den haben wir schon, ne? Mhm. Den danach, genau. So. Und hier nochmal ein. Das hat irgendwie was. Die Dinger, das sind unsere Logotiere oder irgendwie sowas. So wie Giraffina Mikia. Ist das hier? Tiger auch. Tiger ist weniger Waldtier, ne? Überhaupt nicht eigentlich, oder? Ein Waldtiger. Ist egal. It's okay, it's alright. Ist ein bisschen irgendwie sowas drumrum, ne? Das ist schon schön. Mal hier kurz überlegen, haben wir da auch was Neutrales von diesem Klöpseln da? Haben wir gar keine Farbalternative. Ich hätte mal ganz normale Baumstämme hier ganz gern gehabt. Das wäre mal nicht schlecht gewesen. Wir haben aber die hier aus Outdoor-Leben. Das sind sogar Sitze. Da können wir auch mal irgendwas, vielleicht sowas einkreisen oder so. Aber das sieht so abgeholzt aus, ne? Das ist nicht so schön. Wenn man wir das irgendwo nochmal so ein Lagerfeuer brauchen, wir auf jeden Fall auch noch. Dann würde ich doch sagen, dass wir hier so einen Bauwagen machen. Und dann so ein paar, so ein bisschen Campingplatz-Style. Haben wir auch noch dazu, weil viele haben immer gesagt, hier macht mal einen Campingplatz hier. Das wäre doch ideal, wenn wir das kombinieren. Also so als Parkgrundstück werde ich das dann machen. Parkgrundstück deklarieren. Und dann kann man da ja alles drauf machen. Dann kann man da einfach hingehen und im Zelt schlafen, ohne dass man sich da anmieten muss oder so ein Scheiß. Ja. Kann man die eigentlich vergrößern? Wie sieht das aus, wenn man die vergrößert? Dass wir da wie so einen großen Baum hätten. Geht es nicht jetzt, oder was? Hier, komm, lass dich doch vergrößern. Mann. What's up with you? What's wrong? Ich habe jetzt wieder mein Vergrößerungs-Cheat hier verrissen, oder was? Manchmal passiert das. Ist immer so ein Kack irgendwie. Mal gucken. Ich lasse den jetzt mal hier draußen. Aber sowas können wir auf jeden Fall nehmen. Die gibt es, glaube ich, auch sogar in dunklem Holz. Genau. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, den gibt es auch in dunklem Holz. Aber das hat schon was, finde ich. Das hat schon was. Dass wir da irgendwie sowas, so eine Ecke hier reinmachen. Oh, das passt ganz gut so zwischen die Bäume. Das ist, glaube ich, ganz nice. Das ist, glaube ich, echt ganz nice. Wenn wir das so irgendwie so machen. Und dann hat man da so, ja, das Lagerfeuer in der Mitte. Das machen wir doch hier gleich mal. Lagerfeuer. Boah, das ist aber riesig. So ein großes will ich nicht haben. Hier sind auch noch die kleinen hier. Mann. Feuer, da kommt wieder nur das Feuer. Das hier, glaube ich. Genau, das ist doch cool. Ich finde das irgendwie cool. Das ist ein richtig schön detailliertes Objekt. Hier ist natürlich auch echt cool mit dem Holz vor allen Dingen, aber das finde ich richtig schön mit den Steinen, ne? Und das hat auch diesen Boden. Ja, das ist ein schöner Waldboden, hat das hier so. Ne? Das ist echt passend hier. Wir machen die Richtung darüber, ne? Ist für viele nicht wichtig, aber hier läuft man dann zuerst dran. Und ja. Ja, das ist doch nice. Hier haben wir da wirklich nur die. Glaube ich, das hier ist besser, ne? Ja, das hier ist besser. Das ist mehr bräunlich. Ja, gut, so eine Mischung wäre gut, aber das ist ganz gut. That's okay, it's alright. Wir machen hier nochmal was anderes, dass es so ein bisschen Abwechslung hat. Und hier gibt es nämlich auch eine Zweierbank, da kann man dann auch knutscheln. Knutscheln. So, erstmal grob hier. Das ist so zwischen den Bäumen. Ich fand das gerade so nice irgendwie. Deswegen mache ich das hier mal. Leute, so kleine Ideen hier. Eieiei. Wir brauchen auch noch, das muss ich natürlich auch noch machen, ein Bällebad. Wobei ich nicht weiß, ob ich hier das Bällebad integrieren würde, ne? Aber auf jeden Fall die Rutsche. Die Rutsche muss hier rein hier, ne? Alle Anzeigen hier. Die Rutsche, die muss hier unbedingt noch mit rein.
Ich bin ja auch hier jetzt am gucken, sollen wir da vielleicht das komplette Ding gleich nehmen? Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Na, dann nehmen wir schon das hier, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das wäre nämlich schon praktisch. Aber die Bälle da in dem Waldspielplatz ist ein bisschen komisch. Die werden ja sofort alle weg. Die werden alle geklaut von heute auf morgen. Oder weggeflogen oder irgendwie so. Also das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn wir hier das direkt integraten hier. Wobei das echt schön aussieht, wenn wir da die Rutsche... Die haben echt auch nur 3 Farben, ne? Das ist voll gemein. Die machen halt 20.000 Teppichfarben. Aber da muss man sich mit so einem Scheiß hier begnügen. Und das sind auch noch so Kitschfarben, ne? Die ist wirklich Plastik, Gummi. Und die ist halt, ne, irgendwie total... da könnte man so einen atomverstrahlten Park mal machen. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Das ist so... Das ist gar nicht kinderlike irgendwie, ne? So ein bisschen, Mann. So eine schöne Holztextur, das wäre so Hammer gewesen hier. Vielleicht können wir auch die Rutsche hier in den Sandkasten reinpapseln. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir das doch so. Genau. Machen wir die Rutsche rein. Ja. Das ist doch was hier. Oder machen wir das so rum. Das ist mehr so in die Richtung. Dann rutscht man in die Richtung. Ja, das ist besser. Rutsche auf den Gruseldinger jetzt. So, dann trauen sich die Kids nicht. Wir machen diese wirklich ein bisschen freier. Wir machen die so. Ein bisschen Abstand lassen. Und zum Rand, ne? Das finden die ein bisschen vorkugeln, die Kinder. Und da packen wir jetzt da noch so ein bisschen, ganz leicht hier, haben wir hier noch so eine dunkle Fläche, weil die sind meistens dann, ne? So eben häufig benutzt. Und da unten kommt auch nicht so viel Sonne ran. Da ist so ein bisschen moosig, so irgendwie in die Richtung. Ganz leicht nur so. Und das sieht dann einfach irgendwie echter aus, finde ich, oder? Ist doch so. It's okay, it's alright. Ein bisschen leichter wäre es auch gut gewesen. Wir gleisen nochmal ein bisschen drüber, dass sich insgesamt nochmal ein bisschen ab. Ja, das reicht so schon. Ganz leicht muss man es erkennen. Und dann ist das perfekt hier. Ja, ja. Boah, das ist ein Hammerprojekt. Ich bin ja heute kaum fertig weitergekommen hier. Oh je, je. Ja. Ja, 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 ja. Das ist wirklich, wirklich wahr hier. Oh, je, je. So, dann haben wir es aber für heute. Oder komm, wir machen das heute. Wir schließen die Folge hier. Wenn ich jetzt nochmal was Neues anfange, dann baue ich wieder über 40 Minuten wie in der ersten Folge. Das ist zu vermeiden hier. Das ist mein Waldspielplatz-Kindergarten-Verschnitt. Mal gucken, was das wird. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's hier heute wieder. Wir haben heute Ding hier oben gemacht, ne? Dieser Turm, diesen Aussichtsturm mit Treppenmaus hier, mit Balkon hier, mit Aussichtspunkten, den Zahnkasten haben wir natürlich gemacht und hier unten so ein bisschen die Aufteilung auch noch gemacht weiter. Na, mal gucken, wie das wird und da so ein bisschen, ne, die Bereiche neu aufgeteilt. Campingplatz wäre dann hier, glaube ich, in der Ecke hier irgendwie, ja, passend, oder? Ne? Man da... Oder in Richtung See. Das wäre auch nicht schlecht. Ne? Also in einen von den beiden Ecken. Und sonst haben wir noch Platz für irgendwas Cooles. Da gibt es bestimmt noch einige Aktivitäten, wie das Hufeisenwurfspiel. In so eine Ecke können wir auf jeden Fall auch noch machen. Und gut, das Puppenhaus und so, das können wir überall. Ne? Ist auch so kitschig bunt, aber das passt auch überall rein. Das kriegen wir unter. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge hier zum Kinderwaldspielplatz Kindergarten-Dings. Oder jetzt natürlich einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Bis dann, macht's gut. Ciao.